Okay. What you want to hear, Han? We have here 2 Koffel äwajgeblävene gekerkte Ries. And what do we do, Matt? I see gleichen die mit Malz. I see gleichen die mit Zucker und Kernel oder bloß mit Salt und Malz. Aber von hier wollen wir was anderes tun. Wir haben hier haben 1 Esslöffel Verstreckungsmehl, Cornstarch, wo dort jemand diese 2 Koffel gekerkte Ries. Hier haben wir einen halben Teelöffel so eine Pepperkerne, was am Pizza abtun. Hier haben wir 1 Teelöffel Paprika. Und hier haben wir 1 Teelöffel gedrehte Zwiebeln, weil dort nicht haben die Zwiebelpulver. Hier haben wir einen halben Teelöffel Schnickpulver. Und hier haben wir dann auch von ungefähr 4 Koffel Cilantro, weil dort nicht gleich dann Blutchen raus, oder weil ich lieber Paracel will und die dort, oder weil ich überhaupt nicht will. Blutchen rot haben. Und hier haben wir von ungefähr 1/2 Koffel oder 3/4 Koffel, vielleicht 1 Koffel, Käse, Butterkäse, Mozzarella und Cheddar. Und wenn wir haben, wo wir hier noch ein Ei machen, und wenn wir dort nicht haben, dann dürfen wir das dort doch lassen. Nun wollen wir hier noch Salt und Pepper machen. Und da wollen wir dort, ich will nicht wissen, wir wollen hier schwimmen. Salt und Pepper machen, so viel es dann fehlt. So, ich kann auch nicht, okay, hier wollen wir Pepper machen, dass wir dann bleiben. Mit Salt, nicht zu viel. Und da wollen wir das durchkneten. Und dann wollen wir Klops geschmieren. Ich will nicht wissen, wenn wir schon der Teig geriert und Klops gepackt und dann wollen wir Klops geschmieren. Und dann werden wir die mit einem Butterbrot und dort wird Säure scheint schmecken mit unserer Schaublin. Okay, nun haben wir hier alle Klops gemerkt von der Ries. Hier haben wir was wir nennen Verstreckungsmehl. Cornstarch, weil dort die Hanna brückt die Mehl. Wo wir hier ein Kliebbässchen an. Das andocken und dann den Kleebässchen aufklappen, dort den ich tau dick, du kriegst es dort. Da wurde die von Blüten sehr fanreich. Und dann von Bern so fern weg. Und so ich sei, wenn die Eier haben, wo du noch ein Eier 2 Mal kann, aber wie haben nicht. So dann war wir bloß das kriegst es dort. Man bloß mit abpassen, dass ich ihn einschäbele. Das sei nicht mehr der Eier hält der Tau. So nun wurde alles das dort an das Verstreckungsmehl Cornstarch andocken. Und dann werden wir die Fahrzeug merken oder Butter und dann werden wir die Brüten. So, wir haben das hier heute. Nicht erschrecklich heute, und dann werden wir die Sachen brüten. Wir haben hier Olivenöl gebrückt, aber wir Butter haben die Butter, da wird noch schöner schmecken. Aber nur der Geschmack, Brünbrüten und Beisiegen, und das sind die Reut. Recht all sehr schön. Na, da werden wir uns einfach die Arme rühren. Was schmeckt dort sehr? Hohohohoho, kick dem mal. Das sind unsere Ries-Käse-Klops. Wow! Ja, ja, so fein brün. Sehr schön geworden. Und sieht man, dass der Start Schmack brünbrunnen. Die wird noch drehen, wird flott am Jacken. So, dann du hast Käse-Bären, die sich sehr leicht flott drehen. So, nur die sieht man, dass der Start Schmack brünbrunnen. Dann weißt du, wann die Welt noch wieder. Mit Schmack Brot und dann da du nach Mund bitte starten Dachs leben und dann Bruder du so fein durch. Und dann wird es nicht lang dauern. Sitze diese Sache rein, hier haben wir Schief. Wo der du nähern Sleden, kick mal. Huhu! Wo die Eva hier alle Brot und da werden wir Schaubeln abhören. Die schmecken sehr schön. Da weißt du, was die Kammer Eva blieb so Ries merken. Okay, nun kick mal. Nu wel die als onkels eruit merken. Wow, 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 check hem op. Wat je dat maar van dicht bewezen. Oh ja, yes, nu check hem op. Dat zijn de frijole charros en dan de ries klops. Hier hebben we nog een beetje avocado. Das ist ein sehr einfacher Dressab und erklärt, was sehr, sehr schön schmeckt. Und du kannst sein, du sagst nach selbstgemerkte Mehltortillas. Nun werden wir umgesehen. Okay, das Gesangchen ist eine sehr einfache Multi. Ich bin nicht in Mexiko aus einer Arm abpassen. Wenn einer da nicht alles hat, was ihm fehlt, dann möge er wahrscheinlich mit, was immer einer am Hüß hat. So, von der habe ich hier
Schaublin, avocado, and there's a Ries choice Klops. Oh. But yeah, that warm up was not as I see noch mit dem Sehen. Da liegt einer Ries wahrscheinlich mehr, aber sehr wenig auf. Von der und dort und dann mit Top wechseln. Und dann ja, vielleicht als immer noch wahrscheinlich mal alles einmal rein hab, was empfehlen wird, da liegt einer, wo ich denken. So, ich sag dann da vor dort. Und die sagen, als immer wird warm abgewaschen. Und dann muss er ein Trick, was sie graben, was er wohl wahrscheinlich merken, weil er sehr wenig haut. So, von der Welt sagen, ich sag sehr froh und dankbar für jeden Dollar, für eine kleine Ware und für meine Gesundheit, so gut ist es dann erst. Kann immer euer sein. Und ich bin dankbar Gott für seine Erlösung für uns, dass er sie in Sehen geschickt hat, Jesus Christus. Und ich bin dankbar für diese schöne Multit. So, nun werden wir auch mal schmecken. Die erste Woche, die dann, was er dann an Mamma Mia. Und sein. Hohohoho, werden wir sein. Ha! Mamma Mia! Ich kann das sagen, ihr seht das noch einmal, sondern otra vez. Ha! Wow! Okay. Sehr schön. Wir haben die sehr schöne Frikolle-Charros. Das hat immer leer gewesen, was jemand gemerkt. Schaublin mit Fleisch und Säpplen und Spätzchen, weiß nicht was alles. Hier haben wir Tortillas, Milchkäs. Wo der hier ein bisschen gesistet, mit dem Schub gemerkt, das ist Mexikaner da noch, mit dem Schub gemerkt. Und dann diese schöne Riesklaps. Da wird ja, das ist einfach, und das schmeckt sehr schön, da wird ja, was ich am merken von immer hier blättern, hier kerbt der Ries. Wow. Ah! Wow! Ich tue die gleich dort, das ist ein Carded Video. Das ist ein bisschen Bonus für Jünd. Ich will noch ein anderes Video mehr an diese Werke, aber das sagt von hier Ries. Würde Jünd auch wissen, was ich von dort merken darf. Ich tue die gleich dort und traue mir doch. Dankeschön! Hasta la vista, amigos!